Wunderkind von Morricone 1, Donnerhall, Akzent 2, Landadel, aus der Zucht und dem Besitz der Familie Voss aus Glunk. Diese Stute im Sport geprüft, in Dressurprüfung Klasse L erfolgreich. Hier der Blick ins Pedigree, der Vater Morricone von Millennium, Robin Royal de Niro, Oldenburger Siegerhengst gewesen und das Aushängeschild der Hengstation Bonhomme. Zwischen ja auch bis zur Grand Prix Klasse gefördert und dort hoch erfolgreich. Burgpokalfinalist, Louis-Dor-Preis vorne mit dabei. Und vor allem mit seinen Nachkommen, gerade wenn man jetzt dieses Wochenende auch nach Warendorf schaut, zu den Bundeschampionaten, viele, viele Morricone-Nachkommen dort, insbesondere auch bei den 5- und 6-jährigen Dressurpferden mit von der Partie. Ja, und auch auf der Mutterseite sehr interessant und hochklassig hier die Mutter Wunderhall von Donnerhall, Akzent 2, Landadel. Sie ist Großmutter zum Birkhoff-Vererber Zalando über ihre Sunnyboy-Tochter, die gleich mit ihrem ersten Fohlen vom Blue Horse Zack den gekörten und starken Vererber Zalando hervorbrachte. Weiterhin noch ein S-erfolgreiches Dressurpferd von Wunderhall abstammend und aus der dritten Mutter der Dani, der Landadel-Tochter, gibt es den gekörten Feiner Sternsohn Fernando und das im Hause Kasselmann erfolgreiche Knopfi-Pferd von The Sport. Katalog Nummer 24, Wunderkind von Morricone Donnerhall. Kann gleich. Des Jahres 2022 bei den älteren dressurbetonten Stuten ausgewählt. Ich darf Ihnen noch einmal unsere Richtergruppe vorstellen. Beate Ruth, Inhaberin eines Landwirtschaftsbetriebes mit Pferdezucht und Aufzucht. Assebeiratsmitglied beim Landesverband Bayerischer Pferdezüchter und Vorstand im Oberbayerischen Pferdezuchtverband. Weiterhin Andreas Meyer, mit dem Richterteam aus Plech in Franken, ebenfalls aktiver Züchter, Hengsthalter, Landwirt, Rassebeirat und Körkommissionsmitglied. Und unser Gast aus Österreich in diesem Jahr, Rudolf Krippel, aus Niederösterreich stammend, geprüfter Reitinstruktor, selbstständiger Reitstallbetreiber und seit 2009 Ausbildungsleiter im Pferdezentrum Stadl-Pauchen. So, meine Damen und Herren, jetzt sehen wir die Stute Wunderkind. Sie hat heute ein Wunder erreicht. Oder sagen wir einfach durch ihre Qualität ist sie die beste Stute hier im Entring. Züchter und Besitzer ist die Familie Voss aus Glunk. Abstammend ist die Stute von Morricone 1, Donnerhall, Akzent. Ja, die Fotoshootings gehören auch dazu, selbstverständlich.
Ja, richtig, ganz genau. So ein schönes Modell, meine Damen und Herren, hat uns vom ersten bis zum letzten Augenblick, wo wir die Stute mustern dürfen, beeindruckt. Und ich glaube, meine Damen und Herren, Interieur, Charaktereigenschaft sieht man also bei diesem Pferd hervorragend. Sie ist also ganz gelassen, sowohl im Schrittring auch hier gewesen. Aber natürlich ihr Gesichtsausdruck, die Halsung, einen schönen Schwung in der Oberlinie. Jetzt muss man es richtig aufstellen, nur dass wir alle die Fotos richtig natürlich bekommen. Die Ohren müssen auch noch fahren, Sie kennen das alles. Ja, schau. Aber meine Damen und Herren, ein geschlossenes Pferd in sich, harmonisch. Wir sind also hier im Typ sehr gut natürlich angekommen, anders kann es ja auch nicht mehr sein. Aber sogar der Trabmechanik sind wir zwischen sehr gut und ausgezeichnet gelandet. Also meine Damen und Herren, Aktivität, Schwung, Elastizität in den Gelenken, so wie der Himmelvater auch dem Pferd die Gelenke gegeben hat. Die benutzt sie, die hat sie nicht nur die Gelenke, sondern sie benutzt die Gelenke und schwingt das auch wirklich also durch. Hier sind wir also im höchsten Bereich angekommen. Gesamteindruck natürlich auch hier, Sie sehen wieder gelassen, zufrieden. Ich denke, wir haben eine würdige Siegerin gefunden. Man kann also hier wirklich nur gratulieren. Dem Wunderkind, so ist der Name wahrscheinlich nicht zufällig entstanden, sondern auf einem bestimmten Beobachtungszeitraum. Gratulation, herrliches Pferd, herrliche Modelle. Und meine Damen und Herren, wenn Sie am Anfang jetzt nicht dabei waren, dann haben Sie jetzt Gelegenheit, diese beiden ganggewaltigen Stuten noch einmal auf einer Ehrenrunde zu sehen und wünsche natürlich auch hier viel Glück im Haus. An das Züchterhaus. Und jetzt noch einmal der große Applaus für die Siegerstute, Dressur betont, Wunderkind von Morricone Donnerhall. Herzlichen Glückwunsch an die Familie Voss aus Blum. Die darf zwei Runden laufen. So ein tolles Pferd. Ja, und sie ließ das sehen. Wunderkind von Morricone. Älteren dressurbetonten Stuten. Und weiter im Programm geht es jetzt mit den dreijährigen Stuten, also die jüngsten, die hier gezeigt werden. Das ist die